Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Franka und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video zeige ich euch wieder ein Unboxing und zwar von der Welcome Box von Goodiebox. Die Goodiebox, die kennt ihr schon auf meinem Kanal. Ich öffne die schon, ich glaube, fast 2 Jahre. Das ist eine Beautybox aus Dänemark. Hier sind immer 5 bis 7 Beautyprodukte drin. Die kostet 19,95 Euro im Monat und hat mindestens 70 Euro Wert. Jetzt gibt es allerdings für neue Mitglieder aktuell eine Welcome Box. Und diese Box beinhaltet Produkte, die bereits in vergangenen Boxen drin waren. Ist ja für neue Mitglieder nicht schlimm, denn die können dann quasi so die Bestseller mal kennenlernen. Richtig tolle Produkte, die gut angekommen sind bei den bestehenden Mitgliedern. Und der Wert ist 176 Euro. Ihr zahlt aber nur 9,98 Euro, denn ihr könnt 50% sparen mit dem Link in der Infobox. Der ist ganz oben verlinkt. Das ist so ein Einladungslink, den ich habe. Und dann zahlt ihr unter 10 Euro. Ihr spart quasi 50% und bekommt hier drin Produkte im Wert von 176 Euro. Ich habe die Box selber im Abo. Meine aktuelle Februarbox, die ist noch nicht gekommen. Wenn die kommt, werde ich euch die natürlich auch zeigen. Ich habe mir aber überlegt, ich zeige euch einfach schon mal die Welcome-Box. Und ich verlose diese Box auch an einen von euch. Das heißt, ich habe die Produkte schon und so könnt ihr auch was ausprobieren und testen. Das heißt, ich mache sie jetzt einfach mal auf. Ich packe euch die Sachen aber wieder hier rein und verlose das, so wie das hier ist, an einen von euch. Wenn ihr daran teilnehmen wollt, schreibt mir einfach einen netten Kommentar, welches Produkt euch besonders interessiert. Und dann wandert ihr direkt in den Lostopf. Ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und meinen Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ich öffne hier ganz viele Beautyboxen im Monat. Ich mache Hauls, Reviews, Make-up-Tutorials, also das volle Programm. Und wenn ihr Spaß an solchen Themen habt, abonniert sehr gerne. Und dann starten wir jetzt mit dem Unboxing. Los geht's. So, dann mache ich die gute Box auf. Was bei der Goodiebox immer besonders cool ist, die kommt im Schubladendesign. Meistens ist hier immer eine unterschiedliche Farbe, sodass ihr das auch euch farblich so sortieren könnt. Zum Beispiel grün könnte man jetzt Naturkosmetik nehmen oder was auch immer ihr wollt, Augenpflege, Reinigungsprodukte. Ihr könnt das ja so ein bisschen kategorisieren, ja. Viele von euch, die schon länger Abonnent sind, die machen das auch so. Habe ich auch schon von einigen von euch gehört. Meine Mama macht es auch. Die freut sich immer, wenn ich ihr die leeren Boxen gebe. Aber diese schicke, grüne, hoffnungsvolle Box, die geht jetzt an einen von euch. Ich zeige euch, was drin ist. Zunächst kommt hier ein kleiner Zettel mit. The Welcome Box. Und da drin stehen auch alle Produkte. Herzlich willkommen in der Goodiebox-Familie. Die Goodiebox hat ja übrigens als Prinzip, dass man sich quasi mal Zeit für sich selber nehmen soll, dass man sich nicht entschuldigen braucht, wenn man auch mal ein bisschen Me-Time haben möchte. Und gerade wir Frauen opfern uns ja doch sehr auf, sei es für Familie, Freunde, Arbeit, ne? Man muss gefühlt so an allen Fronten gleichzeitig kämpfen und dann ist es eigentlich ganz schön, wenn man so eine Box hat und einfach mal ein bisschen Me-Time hat und wenn es nur 10 Minuten sind, man freut sich mal über ein paar neue Produkte, kann was ausprobieren und ich genieße das auch sehr, muss ich sagen. So, dann kommt hier noch ein Schreiben, es ist Zeit und da steht auch drauf, du hast nicht die richtige Größe, du bist zu klein, komm mal runter, lächeln nicht vergessen, entspann dich, sei eine Frau, nicht zu viel Frau, mach Karriere, sei eine Mutter, hab Kinder, hab noch mehr Kinder, mach etwas aus dir, gründe ein Unternehmen, sei zu Hause bei deinen Kindern. Es gibt immer etwas, von dem uns jemand sagt, dass wir es falsch machen oder nicht gut genug sind. Erwartungen anderer wird es immer geben. Scheiß drauf. Es ist Zeit, in deinen liebsten High Heels oder bequemsten Sneakers zu schlüpfen und an den Leuten vorbeizulaufen, die dir sagen, dass du etwas sein solltest, was du nicht bist. 83% der Frauen kämpfen mit Schuldgefühlen. Das bedeutet, dass es jeden Tag Frauen gibt, die das Gefühl haben, nicht das Richtige zu tun, nicht gut genug zu sein oder den Erwartungen nicht gerecht zu werden. Was auch was und wie eine Frau zu sein hat. Scheiß auch darauf. Wir sind Goodiebox und wir sagen, es ist Zeit. Zeit, dich davon zu verabschieden, es jedem und allem recht zu machen. Ich finde das richtig gut. Ich finde, es ist eine super geniale Botschaft. Und jetzt zeige ich euch den Inhalt. So kommt es dann verpackt mit pinker Umverpackung. Finde ich richtig süß. Ich mache es jetzt auf, logischerweise, sonst kann ich euch die Produkte nicht zeigen. Deswegen, ihr bekommt dann keine intakte Verpackung, wenn es dann an einen von euch geht. Ich denke mal, ihr seht es mir nach. Ich versuche es so
vorsichtig wie möglich aufzumachen. So, dann fangen wir direkt mal mit dem ersten und wahrscheinlich auch teuersten Produkt an, was ich richtig cool finde. Ich habe es schon ausprobiert. Von Able Skincare, die Hyaluronic Acid Age Recovery Night Cream. Und ich muss euch sagen, ich liebe solche Nachtcremes, die super viele Benefits drin haben, dass sie zum Beispiel Poren verkleinern, die Haut zum Strahlen bringen. Ich glaube, hier drin ist Milchsäure und ganz viele andere Inhaltsstoffe noch, wie Niacinamid, Hyaluronsäure. Also es gibt Feuchtigkeit für die Haut. Es klärt euer Hautbild so ein bisschen, vermindert Rötungen. Und es ist meistens so, wenn man sowas aufträgt in der Nacht, dass man am nächsten Morgen mit einer prallen und frischen Haut aufwacht. Und ich liebe sowas einfach. Ich würde mir das wahrscheinlich nicht für den vollen Preis kaufen, aber in so einer Box finde ich es absolut genial. Denn diese Creme, die hat einen Wert von 88 Euro und die soll eure Haut einfach über Nacht erneuern. Man muss es natürlich eine Weile lang anwenden, um vielleicht auch regelmäßige und richtig krasse Effekte zu sehen. Aber ich sehe nach einmal Anwendung bereits, dass die Haut am nächsten Morgen so ein bisschen prall und frisch aussieht. Und mir gefällt das immer total gut. Deswegen tolle Empfehlung. Probiert es einfach mal aus. Kann ich euch sagen. Ist auf jeden Fall ein super Produkt für die Nacht. Das nächste, was wir haben, ist was ganz Großes. Und zwar ein Ocean Mist Hairspray. Oh, ich muss sagen, das Produkt hatte ich tatsächlich noch nicht. Ich hatte dazu ein passendes Pendant, einen Conditioner, den ich auch richtig toll fand. Ocean Mist sind ja meistens so Salzwassersprays. Hier ist noch zusätzlich Vitamin E drin und natürliches Meeressalz. Und das gibt euch so einen messy, sexy Beach-Look. Für den Frühling, glaube ich, keine schlechte Idee. Und vor allen Dingen, wenn der nächste Urlaub noch ein bisschen weiter entfernt ist, könnt ihr diesen Natural Look einfach mit so einem Salzwasserspray gut erreichen. Soll man an der Luft trocknen lassen, die Haare, und dann hat man so einen richtig schönen, sexy, salty Beach Look. Next. Als nächstes haben wir hier von Pestle & Mortar ein Pure Hyaluronic Serum, also ein Hyaluronsäure-Serum. Das habe ich schon ausprobiert, finde ich richtig genial. Ich habe sogar schon eine große Packung davon geleert. Das ist hier ein etwas kleineres Produkt. Wenn ihr das verwenden wollt, gebe ich euch einen Tipp, denn ich habe mir fast einen abgebrochen. Wie macht man diese Verpackung auf? Und zwar ist das so, ich weiß gar nicht, ob hier oben geht es, glaube ich, gar nicht auf. Ihr drückt einfach hier unten drauf, da ist so ein kleiner, wie so ein Dropper. Und wenn ihr da drauf drückt, kommt da Produkt raus. Also ihr braucht das nicht abbrechen oder so, sondern ihr müsst einfach hier unten drauf drücken. Ich mache es jetzt nicht, damit es halt frisch ist für euch. Nur, dass ihr euch dann nicht wundert, wie verwende ich das. Und das ist im Endeffekt ein Hyaluronsäure-Serum. Das könnt ihr als ersten Step nehmen, wenn ihr morgens aus der Dusche kommt. Morgens finde ich das besonders gut. Und die Haut ist noch leicht feucht. Ihr braucht euch nicht abtrocknen. Ja, also ihr habt euer Gesicht gereinigt. Und dann kommt ihr aus der Dusche, lasst es so ein bisschen, habt noch so leichte Feuchtigkeit auf dem Gesicht drauf. Dann pumpt ihr euch hier einfach so 2-3 Pumphübe raus. Und dann tragt ihr euch das auf und gebt dann noch eine Feuchtigkeitspflege drüber. Und dann ist die Haut so richtig prall mit Feuchtigkeit versorgt. Ich liebe das. Ich nutze das immer. Und finde ich ganz, ganz toll. Und das Produkt hat mir auch echt sehr gut gefallen. Ich habe das schon ausprobiert, schon mehrere davon geleert und kann nichts Negatives sagen. Als nächstes haben wir eine kleine Roller Lash Mascara von Benefit. Das finde ich richtig cool. Die Mascara ist auch richtig toll. Ich habe die sowohl in groß als auch in klein und ich kann sie euch auch sehr empfehlen. Alleine die kleine Größe hat auch schon einen Wert von 15 Euro. Richtig, richtig cool. Und das könnt ihr auf jeden Fall gut ausprobieren. Und eine Wimperntusche, da freut sich, glaube ich, jeder drüber. Alleine mit dieser kleinen Mascara habt ihr den Wert der Box raus. Aber da kommen noch so viele Sachen. Haltet euch fest. So, nächstes haben wir eine wunderbare Gold Eye Mask. Die habe ich schon zigmal verwendet und ich liebe die. Die ist von Starskin. Die nennt sich VIP. Und das ist so eine Folienmaske. Für unter die Augen, da ist eine Seite schwarz und eine Seite hat so eine Goldfolie. Und das revitalisiert die Haut und ich mache die mir immer in den Kühlschrank und dann lege ich mir die drauf. So 20 Minuten soll man das machen, ne? 10 bis 15 steht hier zwar drauf, ja, ich lasse das meistens ein bisschen länger. Und dann gehen so Schwellungen zurück, die feinen Linien gehen so ein bisschen zurück und die Haut wirkt so aufgepolstert und noch dazu sieht die Maske einfach so ein bisschen fancy aus, ne? Dann haben wir hier eine Full Size drin von einem Shampoo von Terre de Mars. Ich glaube, diese Marke ist so ein bisschen wie Naturkosmetik. Das riecht leicht zitrisch nach Verbena, also nach so Zitronenmelisse, würde ich sagen. Dann ist hier ein Weizenprotein drin, was Feuchtigkeit spenden soll
und ein Kaffeeextrakt, der regeneriert. Also Shampoo können wir immer gut gebrauchen. Insofern habt ihr hier ein Full-Size-Produkt. Hat einen Wert von 19 Euro und es hat dieses Eco-Zert. Das ist so ein Naturkosmetik-Zertifikat und so ein Cruelty-Free und Vegan-Siegel. Sehr cool, kommt aus Frankreich. Probiert es einfach mal aus. So, und zu guter Letzt gibt es noch ein kleines Geschenk. Und zwar von Tromberg, der Facial Ice Roller. Das ist ein richtig cooles Produkt. Das könnt ihr super nehmen übrigens für diese Hyaluronsäure, die hier drin ist. Und zwar, wenn ihr aus der Dusche kommt morgens, ihr macht euch dieses Hyaluronsäurezeug drauf und dann rollert ihr euch schön die Haut. Und das ist eh schon so leicht kühl. Und ihr könnt den in den Kühlschrank machen, müsst ihr aber nicht. Einfach mit Wasser reinigen und mit Wasser ein bisschen kalt machen zum Beispiel könnt ihr auch, wenn es sehr warm ist jetzt in eurem Bad. Aber das Teil ist eh schon so ein bisschen kühl und dann könnt ihr einfach euer Gesicht so richtig schön rollern. Ihr könnt euch das Serum einrollern und die Haut ist dann so, ja, refreshed einfach, vitalisiert. Und wenn ihr so ein paar Schwellungen habt morgens, ja, dann könnt ihr euch die wie wegrollern. Das ist wirklich richtig klasse und ich mag sowas einfach total gerne, dass ich solche Tools benutze für mein Gesicht, um das einfach so ein bisschen straff zu machen. Und ja, gerade wenn man einfach so ein paar Schwellungen hat, kann man auch schön unter den Augen verwenden. Das ist ein richtig cooles Produkt. 15 Minuten lang soll man das machen. Ich muss ehrlich gesagt sagen, so lange mache ich das jetzt nicht. Ich mache das 5 Minuten, das taugt auch schon total. Und man kann es auch mit Desinfektionsmittel reinigen. Lege ihn in eine Tüte oder eine Box, damit er nicht mit anderen Oberflächen in deinem Kühlschrank in Berührung kommt. Genau, also ihr könnt es in den Kühlschrank legen, am besten dann in der Box drin, damit das nicht irgendwie an Lebensmittel drankommt. Und es kühlt und reduziert Schwellungen. Also richtig, richtig toll. Wenn ihr jetzt Lust habt, euch diese Box zu besorgen und ihr seid Neukunde bei Goodiebox, nutzt gerne meinen Link in der Infobox. Dann zahlt ihr für diese ganzen Produkte unter 10 Euro. Das ist wirklich richtig krass. Ihr habt dann ein Abo, das kostet 19,95 Euro. Ihr könnt das aber jederzeit kündigen übrigens, ne? Also es ist jetzt kein Jahresabo oder sonst was. Wenn ihr nach 2-3 Monaten sagt, oh, habe ich keine Lust mehr, könnt ihr kündigen. Ihr könnt auch pausieren. Das ist da alles kein Problem. Die haben einen sehr netten Kundenservice. Und deswegen gefällt es mir persönlich sehr, sehr gut. Ich habe, wie gesagt, selber auch eine Box im Abo. Die wurde mir jetzt zugeschickt. Ich verlose sie an euch. Ich habe die Produkte bereits schon. Wenn ihr daran teilnehmen wollt, schreibt mir einfach einen netten Kommentar. Gerne mit dem Hashtag Verlosung oder welches Produkt euch besonders gut gefallen hat. Und dann wandert ihr direkt in den Lostopf. Hier könnt ihr mich abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Hier sind nochmal 2 meiner letzten Videos. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Drückt euch die Däumchen für die Verlosung. Ist eine super Box. Und wie gesagt, wenn ihr sie euch kaufen wollt, schaut in die Infobox. Da ist sie direkt als erstes verlinkt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.